Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne ein Tutorial zeigen, wie man sich für Silvester fertig machen könnte. Halt, stopp! Ich melde mich jetzt zurück, nachdem ich dieses Video gedreht habe, mich abgeschminkt habe und so weiter. Ich habe in diesem Video, oder dieses Video hat eine ganz andere Wendung genommen, als ich erwartet habe. Und zwar habe ich so viele Produkte verwendet, die sich nachher als Fail herausgestellt haben, dass ich irgendwie fand, dass es alles zu negativ rüberkommt. Deswegen möchte ich einfach, dass ich dieses Video so zurechtschneide, dass man quasi dann nur den Part von den magnetischen Wimpern quasi jetzt in dem Video sieht. Ich werde noch ein separates Silvester-Tutorial hochladen, aber das hat nicht funktioniert. Also ich habe so viele Produkte verwendet, die mir einfach überhaupt nicht gefallen haben. Das kann ich jetzt kurz vorab einfach mal sagen. Die Bold Gold von Catrice ist bei mir vollkommen durchgefallen. Also ihr werdet es gleich auch sehen. Die Foundation, furchtbar trocken, ganz, 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 ganz blöd. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist zwar meine Farbe, aber überhaupt nicht meine Welt, tatsächlich gar nicht. Der L'Oreal Infallible More Than Concealer war bei mir so trocken, dass ich aussah wie 180 Jahre unter meinen Augen. Das Fixing Spray hat mich angesprungen. Also keine Ahnung, es hat der Sprühkopf ist irgendwie defekt oder ich habe keine Ahnung, ob das immer schon so war. Dieses Puder von Revolution Pro ist einfach so trocken, das geht gar nicht. Also das einfach die ganze Kombination war furchtbar. Und der Blush von Catrice, der ist einfach, der hat irgendwie alles auch irgendwie ein Stück weit zerstört. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber ich werde es ein bisschen anders zusammenschneiden. Deswegen werde ich vielleicht zwischendrin ein paar merkwürdige Dinge sagen, die vielleicht nicht so ganz mit in die Story reinpassen. Aber ich hatte geplant, ein Silvester-Make-up-Tutorial zu schminken. Es hat leider nicht funktioniert. Dementsprechend, Leute, dies hier ist einfach nur ein Test von den künstlichen magnetischen Wimpern, die ich auf Amazon gefunden habe, okay? Wenn du möchtest, kannst du übrigens eins davon gewinnen. Aber nur, wenn du willst. Ich meine, siehst dir selber an. Viel Spaß. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe heute eine Walle-Walle-Mähne, denn ich habe gerade ein Video zu den Irresistible Me Hair Extensions abgedreht. Also das kann ich mir auch super vorstellen, das dann so Silvester zu tragen oder halt zu einem feierlichen Anlass. Glowy, shiny, blinky, blinky, blinky. Das ist für mich Silvester. Glitzer und so. Ich bin tatsächlich so, wenn ich Silvester bin, weil Sammy, mein Freund, und ich bleiben zu Hause. Denn Sammy hat halt Angst vor dieser ganzen Böllerei und da machen wir uns einen ganz gemütlichen Abend zu dritt. Und ich finde, das ist auch gar nicht so verkehrt. Aber ich zeige dir jetzt einfach, wenn ich jetzt rausgehen würde, wie ich mich fertig machen würde. Oh, furchtbar eigentlich, ne? Ich würde jetzt gerade mal kurz wetten drauf eingehen, dass mein Concealer jetzt dunkler ist als meine Foundation. Das wäre natürlich ein bisschen fail, ne? Yep. Du bist auch widerspenstig hier. Wenn wir dann vollends aussehen wie ein Geist, machen wir noch ein bisschen Glow ins Gesicht. Naja, so. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich habe jetzt das erste Mal den Infallible More Than Concealer verwendet und der creased mir ganz, ganz furchtbar. Das heißt, wenn ihr euer Silvester-Make-up schminkt, nehmt Produkte, die ihr kennt. Dann fixieren wir das Ganze einmal mit dem Photo Focus Natural Finish Setting Spray von Wet n Wild. Uff! Der Sprühkopf hat sich etwas verändert. Ja, wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt, oder? Den muss ich jetzt etwas mehr aufbauen. Fange ich auf dem beweglichen Lid an und ziehe es dann langsam hoch. Ja, das Schwarz ist ganz schön schwach pigmentiert. Wir starten mit Gold. Das sieht jetzt ziemlich mau aus auf der Base. Das hat nicht gut funktioniert, deswegen mache ich das jetzt anders. Das geht am besten mit einem angefeuchteten Pinsel oder dem Finger. Losen Glitter bürste ich hier mit so einem Spoolie weg. Die Augen sind jetzt...
Und jetzt machen wir uns mal die magnetischen Wimpern drauf. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze kommt so daher. Ja, dieses Produkt erinnert mich an eines meiner Lieblingsprodukte. Ja, dann hast du hier eine Wimpernzange und hier müssten die Wimpern drin sein. Ja, Alto Belli. Ich glaube, das könnte schon ein bisschen lang sein, aber es könnte einigermaßen funktionieren. Das sind sehr dramatische Wimpern mit einem schwarzen Wimpernbändchen und ich habe ein bisschen Angst davor. Zuerst trage ich mir den Eyeliner auf, der hier in dieser roségoldenen Verpackung daherkommt. Der ist so, okay, kannst du dir jetzt nicht unbedingt einen feinen mitmachen. Das ist wirklich wie so ein Pinselchen hier vorne dran. Dennoch möchte ich mir einen Wing damit ziehen und das mache ich jetzt auch. Der ist sehr dickflüssig. Aber es funktioniert wohl. So, das mache ich jetzt auf dem anderen Auge auch. Ich mache den Eyeliner jetzt mal extra dick, tatsächlich. Also sowohl von der Oberfläche her, als auch von der Breite des Eyeliners an sich. Weil ich Angst habe, dass sonst die Wimpern nicht halten. Eyeliner gesetzt. Das hat von dem Eyeliner an sich ganz gut funktioniert. Jetzt möchte ich mir einmal kurz noch die Wimpern tuschen. Also, schöner Eyeliner auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt einmal kurz beten, dass alles soweit getrocknet ist. Ich hoffe. Ha, und jetzt machen wir Dramatic Lashes drauf. Nee, das macht man anders, oder? Also, der hat da ganz viele Magneten, ne? Das sieht man auch. Das heißt, die müssten das jetzt alle 1A greifen. Mal gucken. Also, die sitzen, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Halten die? Ja, aber irgendwie auch nein. Ganz merkwürdig. Also 1A ist das hier nicht. Das ist jetzt der zweite Versuch. Es steht nämlich hier drin, dass es aufgetragen werden muss, bevor das Ganze trocknet. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe eine frische Schicht aufgetragen. Und dann machen wir das. Dann schnell die andere. Oh mein Gott. Also, soll ich sagen. Für Silvester ist es mal ganz fancy oder auch für Karneval, aber ich finde es ein bisschen krass, ne? Also das sind mal sehr dramatische Wimpern. Alles andere als natürlich. Aber hey, ich habe künstliche Wimpern drauf, Leute. Das erste Mal auf diesem Kanal. Ich finde es furchtbar. Shit, ey. Also das ist wohl irgendwie dran gesnappt und ich habe auch jetzt irgendwie, ne? Richtig heftige Wimpern drauf, aber das ist nicht meine Welt. Und die sind viel zu lang. Leute, das ist nicht schön, oder? So gehe ich auch nicht vor die Tür. Ist mir peinlich. Ich meine, ne, da ist das Augen-Make-up ja noch dezent. Ich habe das schon extra dramatisch gewählt, damit es quasi zu den künstlichen Wimpern passt. Aber dass es so heftig wird. Vielleicht für Karneval oder wenn du irgendwo, keine Ahnung, irgendwas Festliches, nein, nicht festlich, irgendwas hast, wo du dich verkleidest. Oder wenn du es magst. Ich weiß es ja nicht. Ich finde es sehr merkwürdig. So, ne, also es hält auf jeden Fall. Es ist wie festgeklebt tatsächlich. Die Wimpern fühlen sich auch ganz nice an. Ich denke auch, dass es den ganzen Abend wie auch immer halten würde. Gegenpusten. Ne? Tut sich jetzt nicht allzu viel. Es fühlt sich irre schwer an. Aber ich mag es nicht.
Oh Mann, ich mag's irgendwie nicht. Bei dem Look guckt dir eh keiner auf die Lippen. Ja. Yeah. So, das wäre jetzt in der Theorie der fertige Look. Wie gesagt, ne? Also für mich ein bisschen zu krass mit den Wimpern und so. Das ist mir alles ein bisschen zu heftig. Aber naja, damit du mal eine Idee davon hättest, was passieren würde, wenn du sagst, Claudi, teste künstliche Wimpern, dann passiert sowas. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, wo es teilweise doch ein bisschen besser aussieht. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!